Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 15. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, also auch die gesamte Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr bedeutet 26.000 Jahre und entspricht unserem täglichen Atemzügen. Wir leben gerade im Wassermann-Zeitalter und etwa Jahr 4000 beginnt dann die Steinbock-Zeitalter. Diese Bewegung, was man als Präzession nennt, wird in indischen Astrologie berücksichtigt. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als in westlichen Horoskop. Da wird das nicht berücksichtigt. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf, aber die Sonne befindet sich im Grenzbereich, weil übergeht jetzt in Tierkreiszeichen Schütze. Ändert sich die Position, ändert sich die Monatsthemen. Und so habe ich jetzt schon ausgelegt, weil immer mehr nimmt die Tierkreiszeichen Schütze diesen Platz ein, die Platz, den ersten Lebensbereich, was unserem Aussehen, unserem Auftreten symbolisiert. Das ist die Darstellung, unsere Darstellung. Und hier kommen die Schütze-Eigenschaften in Vorschein. Das bedeutet Bewegung, Begeisterung, Optimismus, Sport, Reisen, Ziele setzen, aber nicht die Fehler machen, dass wir dann viele, viele Ziele haben und verlieren wir die Orientierung, sondern bestimmen die Richtung und konzentriert bleiben. Das ist mehr Steinbock-Energie, aber das brauchen wir auch in unserem Leben. Und vor allem die Schütze zeigt das auch, wie wichtig das ist, weil das bringt Glück, besonders bei den Schützengeborenen. Die Ziele nicht aus den Augen verlieren. Die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und da sind unsere Wünsche beschrieben. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte Wertschätzung, Selbstwertgefühl, aber auch diese Wertschätzung verlangen von anderen. Und diesen Bereich übernimmt jetzt die Herrschaft, die Tierkreiszeichen Steinbock. Und das wirkt auf uns allen, das ernst zu nehmen, dass wir die Wertschätzung auch bekommen und dass wir gerade um die Finanzen kümmern, das auch ernst nehmen. Der dritte Lebensbereich bedeutet Internet, Nachrichten, Medien, Kommunikation, vieles entdecken in unserem vertrauten Umgebung, also beweglich zu sein, Kontakte pflegen mit Verwandten, Nachbarn, Bekannten oder Einladungen wahrnehmen, etwas organisieren oder Schulungen, an Schulungen teilnehmen oder Schulungen anbieten. Das ist das Thema, der dritte Lebensbereich und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Wassermann. Und hier brauchen wir die Weitblick und die Leichtigkeit. Der tiefste Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang befindet sich die Tierkreiszeichen Fischen. Dieser tiefe Punkt des Horoskopes gibt uns die Basis, die Sicherheit und Stabilität.
Ich vergleiche das immer mit einem Baum und das würde bedeuten, das ist das Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Das gibt uns Halt im Leben. Das ist die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft. Und natürlich unserem eigenen Zuhause, unserem eigenen vier Wänden. Auch ein gewisser Rückzug, weil das brauchen wir, damit wir zur Ruhe kommen. So finden wir die Ruhe, die Kraft, die inneren Gleichgewicht. Und heute brauchen wir auch die Gleichgewicht, weil heute ist Halbmond und Halbmond ist zwar wunderschön, aber immer eine Spannung. Sonne und Mond steht in Spannung, weil die Elementen vertragen sie sich nicht. Sonne in Tierkreiszeichen Skorpion, Wasserelement, und Mond in Tierkreiszeichen Wassermann ist Luftelement. Und für die Luftelement ist das zu viel Wasser und für die Wasser ist das zu viel Luft. So wie in Natur auch. Wenn man schwimmt, braucht man Atem. Wenn immer mehr Wasser kommt, verlieren wir den Atem. Und das bedeutet heute in unserem Alltag, wenn wir überschütteln die anderen mit Gefühlen und Gefühlen und Gefühlen, das ist Wasserelement, der andere verliert den Atem, alles ist zu viel. Umgekehrt ist es auch so, das Wasser ist still, kommt eine gewisse Leichtigkeit und Wind, das ist wunderbar, aber wenn das zu viel Wind kommt, dann kommen die Stürme, das Wasser wird stürmisch. Und so fühlt sich das an bei dieser Sonne-Mond-Verbindung. Und das könnt ihr folgendermaßen vorstellen, Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung, wie ein Dreieck. Sonne im Skorpion, Wasserelement, unserem Planet Erde im Stier, Erdeelement und Mond im Wassermann, Luftelement, verbinden sich die drei Elemente Luft, Erde und Wasser und es fehlt als Ausgleich die vierte Element und das ist die Feuerelement. Und das zeigt auch hier die Schütze, die Begeisterung und Bewegung. Eine Richtung suchen, das, was uns begeistert. Und das für Allgemeine gilt für uns alle, aber mal zurück zu diesem vierten Lebensbereich. In diesem vierten Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich ist für die Fischengeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität, ein gewisser Rückzug, die Ruhe, in Ruhe liegt die Kraft. Oder sind wichtige Themen gerade im wohnlichen Bereich. Der nächste Lebensbereich gehört zu Kindern. Es ist nicht nur unseren Kinder, Enkelkinder gemeint hier, sondern die Erinnerungen an unsere eigenen Kindheit. Auch unserem inneren Stärken, dieses inneren Kind, immer wieder mal sagen zu uns selbst, das hast du richtig gut gemacht. Ich bin ganz stolz auf dich. Das stärkt uns innerlich. Und hier liegt die schöpferische Kraft, unserem Leben schöpferisch gestalten, aber spielerisch. Dann auch die Beziehungen. Hier im Bild ist auch sichtbar, spielt auch eine Rolle, die Sexualität, das Spielerische, das Lebensfreude, hier liegt auch Kreativität, schöpferische Kraft und Lebensfreude. Der nächste Lebensbereich liegen unseren Pflichten, die Alltag zu bewältigen, auch Arbeiten, auch Gesundheit, das körperliche Wohlbefinden. Wir können erst dann gut arbeiten, wenn wir gesund sind. Und in diesem Lebensbereich befindet sich die Tierkreiszeichen Stier. Im fünften Lebensbereich natürlich hier die Tierkreiszeichen Widder. Also die Tierkreiszeichen Stier ist jetzt wichtig, die Pflichten nachzugehen, Sicherheit, Stabilität im Arbeitsplatz und um die Gesundheit kümmern.
Der siebte Lebensbereich sind die Verbindungen. Ehe, aber auch geschäftlichen Verbindungen. Aber in erster Linie handelt es sich hier um Partnerschaft. In diesem Bereich befindet sich die Tierkreiszeichen Zwillinge. Dann kommt ein ganz geheimnisvolles Lebensbereich, was gar nicht so einfach zum Erklären, Verstehen. Das ist ursprünglich ein Skorpionhaus. Hier ist die Wandlung. Die Wandlung und Transformation, das im Inneren Kraft zu bleiben, alles loslassen, kündigen, trennen, verabschieden, was im Weg liegt. Besonders die Angst, weil die Angst ist die größte Stolperstein in unserem Leben. Mit Angst geht nichts voran, hindert uns in allen Lebensbereichen. In diesem Bereich gehört auch die Sexualität, nicht das Spielerische wie hier, sondern mehr diese Vereinigung. Ist auch schöpferische Kraft. Das ist die Pluto-Energie hier in diesem Lebensbereich. Aber gehört auch die Finanzen, weil das liegt auch gegenüber. Und hier ist andere Art, das Geld, wie hier im zweiten Lebensbereich. Hier ist eher die Investitionen, die Risiken einzugehen und um die Finanzen kümmern, die Ordnung halten. Finanzamt, Steuerberater, Versicherungen, Investitionen und Erbschaften gehört auch das Geld des Partners. Auch in diesem Bereich. Der nächste Lebensbereich ist eine große Reise. Das ist der neunte Lebensbereich. Hier ist die Tierkreiszeichen Löwe. Das bedeutet Ausland, Urlaub, Auslandskontakte, Besuch von Ausland, aber auch inneren Reise. Die Zusammenhänge, das Leben zu verstehen oder der Suche nach Gott. Hier befindet sich Löwe und hier im vorher beschriebenen Lebensbereich ist die Krebs. Das habe ich nicht erwähnt. Ganz oben ist die Krone des Baumes. All das, was wir erreichen können, das sind unsere Ziele, bedeutet auch die Berufung, Anerkennung, Ansehen. In oben hier in diesem zehnten Lebensbereich ist dann die Tierkreiszeichen Jungfrau. Beschreibt auch die Bedürfnisse der Jungfrau Geborenen. Dann kommt die elfte Lebensbereich, das sind die Hoffnungen. Das Glück, dieser Optimismus, diese Hoffnung zum Pflegen, aber bedeutet auch Freundschaften und Verbindungen mit Menschen, die gleichgesinnt sind, die sozialen Kontakte. In diesem Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen Waage. Und dann kommen die Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse des Lebens, aber auch unseren unbewussten Zustand. Beschreibt auch die psychische Ursache, die Erkrankungen. Und hier sind auch die Geheimnisse, die geheime Haltung, all das, was im Geheimen passiert, all das, was hinter geschlossenen Türen besprochen wird. Und hier liegen auch unsere geheimen Feinde. In diesem Platz befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion. Also in die ist gerade die Bewegung und das, was in den kommenden Tagen dann passiert, dass die Tierkreiszeichen Schütze führt dem Monat und so hat sich verändert das Bild. Sonne befindet sich aber noch in Tierkreiszeichen Skorpion, aber im Grenzbereich, übergeht zum Tierkreiszeichen Schütze. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, hier im dritten Lebensbereich wird hier etwas aktiviert. Mars befindet sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Geheime Gespräche, geheime Verträge sind auch möglich oder Geheimnisse zum Erfahren.
Jupiter befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage. Und Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Diese Lebensbereiche sind zurzeit betont. Saturn im Schütze sagt aus, wie wichtig das ist, die Selbstdarstellung, dass wir uns nicht verstecken, sondern uns mal zeigen. Natürlich ist es wichtig, auch die Ernsthaftigkeit oder das Verlangen nach Anerkennung oder Respekt, das zu vertreten, dass die Menschen uns ernst nehmen. Das ist die Ernsthaftigkeit Saturn hier. Welcher Lebensbereich ist jetzt noch betont? Das ist der dritte Lebensbereich, wird vom Mond und von Mars aktiviert. Mars setzt alles in Bewegung. Mond sorgt für kleinere Veränderungen, aber auch für die Gefühle, dass hier die Gefühle gezeigt wird. Besonders die Männer zeigen jetzt Gefühl und kommt etwas in Bewegung. Auch Internetkontakte, auch Kontakte mit Familie, Verwandte oder in Einladung, Unternehmungen. Welcher Lebensbereich ist noch betont? Das ist die 10. Lebensbereich, die Berufung. Hier ist Venus. Natürlich hilft das bei Selbstständigkeit, bringt Glück, hilft auch bei kreativen Arbeit, dass hier in Öffentlichkeit kommt, dass man Anerkennung dafür bekommt, aber kann auch bedeuten Liebe im Arbeitsplatz. Und was noch betont ist, gerade das ist die 12. Lebensbereich, die Geheimnisse, geheime Gespräche, Vereinbarungen. Jupiter zeigt die Gerechtigkeit, hier sind auch karmische Themen in diesem Lebensbereich. Und die göttliche Gerechtigkeit sagt Ursache und Wirkung, alles was wir in Ursache setzen, kehrt immer zurück. Aber Jupiter öffnet die Augen an die Ungerechtigkeiten und das Laufen im Geheimen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel
und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.